Heute ist etwas Schreckliches passiert. Etwa 100 Palästinenser sind im Gazastreifen gestorben, als sie versucht haben, Mehlsäcke von einem LKW mit Hilfsgütern zu holen. Während manche sofort anfingen, sehr aktiv auf Social Media die Hamas-Propaganda zu teilen, wie zum Beispiel das oder auch das, oder auch das. Oder das. Hat die israelische Armee das Ganze untersucht. Sie haben die Aussagen von den IDF-Soldaten ausgewertet, die dort vor Ort waren, als das passiert ist. Die IDF-Soldaten haben ja auch diese Trucks nach Gaza gebracht. Und die Videoaufnahmen von dem, was passiert ist. Eine Auswertung, wie man sie halt in einem demokratischen Rechtsstaat macht. Was ist denn tatsächlich passiert? War das tatsächlich ein Kriegsverbrechen oder Massaker, wie die Hamas-Propaganda behauptet? Nein. Was passiert ist, ist, dass Hunderte von Palästinensern auf diesen Truck zugestürmt sind und haben angefangen, sich das Mehl zu holen. Es sind auch einige Schüsse von Hamas-Leuten gefallen. Der LKW-Fahrer ist wohl aus Panik losgefahren und hat dabei viele, viele Menschen überfahren. Viele wurden da auch zertrampelt. Und so ist es gekommen, dass etwa 100 gestorben sind. Die IDF hat aber auch bestätigt, dass es ein paar Einzelne waren, das waren aber weniger als 10, die diese Situation anscheinend ausgenutzt haben und dann auf die Soldaten losgegangen sind. Daraufhin haben die Soldaten Warnschüsse abgegeben und haben wohl auch einige tatsächlich auch erschossen. Das war aber wiederum, waren ein paar Einzelne in einer Gefahrensituation. Die große, große Mehrheit von den Menschen, die sehr, sehr tragisch dort ums Leben gekommen sind, war das Ergebnis von dieser Situation, vom Überfahren vom LKW, vom Zertrampeln und auch von den Schüssen der militanten Palästinenser. Und jetzt könnt ihr entscheiden, glaubt ihr an die Propaganda einer Terrororganisation oder glaubt ihr an eine stundenlange Untersuchung einer demokratischen Armee?